Riders on the Storm. So. Deine Sache, hast du recht, irgendwas an diesem Job von Wakako stimmt nicht. So, wir werden das erstmal machen. So. So. Wir haben erstmal Cinnamon. So. Mal schauen. Na ja, komm. Ja, da fliegst du halb um, ne? So. 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 Und dann hier lang. So, schön. Okay, das ist irgendwo unten, da brauche ich jetzt nicht hin. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir wollen jetzt erstmal weitermachen. So. So. Ja. Also, Spaß macht es ja schon mit dem Moped. Will aber schon wieder ein Auto haben. Das muss ich schon sagen. Moped bin ich auch lieber in der. So. Ja. Ach ja. Alle wollen mir eine Karre verkaufen. Was will ich mit der Karre? Ich habe kein Geld dafür, Leute. So. Mhm. Schön. Packt euch ein Eis, friert euch eine Waffe dazu und brattet euch irgendwie einen Storch oder sowas. Keine Ahnung. So. So. Dann setz dich und warte auf Bill. So. Dann sind wir mal gespannt, was uns da erwartet mit dem Warten auf Bill. So. So, absteigen. Ja. Wie? Ich hab was für dich. Meinem Kunden wurde massig Betasäure geklaut. Du fragst dich, was das ist? Keine Ahnung. Aber sie ist ein Haufen Eddies wert und der Kunde will sie zurück. Das so. Übernimmst du. Halt die Waffe bereit, okay? Infos anbei. Ja. Da wären wir. Jetzt einfach abwarten. Jo, einfach mal abwarten, was uns jetzt wieder erwartet. Aufstehen. Etwas später. Guten Tag. Hm? Bill? Bill Jablonski? So. Hat Okada dir schon alles gesagt? Nö. Ja, ich soll jemanden umbringen. Ich soll anscheinend jemanden umbringen. Hm? Nein, nicht nur jemanden. Joshua Stevenson. Ein scheiß Mörder. Ich erzähl's dir gleich. Klasse. Du fährst. Na, ich soll fahren? Okay. Ja, dann steigen wir mal ein. Fahren diesen Schrotthaufen wohin? So. Sie sollen diese Straße entlang kommen. Wir warten einfach, bis sie da sind und folgen ihnen. Ich will sehen, wie das Licht in den Augen dieses Wichsers ausgeht. Wow, wieso? So. Damit er seine Angst spürt, bevor er krepiert. Oh, da muss jemand ja mal ganz. Der Plan klingt ziemlich unausgereift. Mhm. Das gefällt mir nicht. Was soll das bitte heißen? Erstens exekutiert man niemanden auf offener Straße. Und zweitens könnten sie entkommen.
verstehst nicht. Ich gebe mein ganzes Gespartes dafür her. Das sind sie. Gib Gas! Okay. Hey, du! Ach. Bleib dran! Lass ihn nicht entkommen! So. Das ist ein Schrotthaufen. Ja, immer diese Autos hier irgendwie aus der Ecke auftauchen. Ich kotze da bald. Echt? So etwas, wo ich wirklich kotzen muss. Ja, also da muss ich wirklich sagen, das nervt. Hey, pass auf. Nee. Bleib an ihm dran. Ich bleibe an ihm dran. So. Ja, wir geben ja schon Gas. So. So. Weiß noch nicht, wo es hingehen soll, aber okay. Irgendwo soll es ja hingehen. Weiß zwar nicht wo, aber wir folgen einfach mal. Ein NCPD-Streifenwagen. Das scheiß Auto an! Fuck! Bremsen! Bremsen! Das ist es. Los jetzt! In meiner Nähe. Ich mach den Wichser persönlich kalt. Ich werd's tun. Ich werde den Scheißkerl umbringen. Ja. Oh, mach. NCPD! Stehen bleiben! Mhm. Lieutenant Vasquez, NCPD! Stehen bleiben! Du beschützt einen Mörder! Verlässt nur, oder ich schieße! Nein, aufhört! Genug des Blutes! Sie sind hier, um dich zu töten! Sie können nichts dafür. Er schießt den Mann und das war's mit dem Deal. Vasquez! Schieß! Klar! Wir sollten uns alle gegenseitig abballen! Verdammte Scheiße, wir können ihn nicht hier lassen! Die Mediengeier werden jeden Moment hier sein. So, guten Tag auch. Hört auf! SCPD! Bleib, wo du bist und schaff den Scheißlaster aus dem Weg! Wir nehmen ihn mit. Hm? Was? Was? Hä? Ihr wollt mich mitnehmen? Hä? Ich brauche dich. Okay. Ich hab den Verstand verloren. Noch ein Wort von dir und ich rufe das Studio an. Ich kann deine Karriere beenden. Aber einen Anschlag auf das Team verhindern. Wirklich niemand wird dir ein Haar krümmen. Bill Jablonski. Ich Vorstrafen, aber check's nochmal zur Sicherheit. Ach so. Ich verstehe nicht, was hier los ist, aber okay. Scheiße. Das ist keins von unseren Autos und lock dich auf. Wie heißt du? Das darf nicht auf uns zurückfallen. Was soll das hier? Zuerst sagst du mir, was zum Henker hier abgeht. Ich könnte es erklären, aber geh nicht weg. Du sollst dich fallen lassen. Hättest du mich hören sollen, du Depp. Schon okay. Wir können los. Du musst es mir nicht sagen. Wir kümmern sich um das Chaos. Ich bin Joshua Stevenson. Mhm. Und dein Partner? Wie war sein Name? Bill Jablonski. Klingelt da was? Ja. Leider. So. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mhm. Moment mal, du bist wie? Ich habe von dir gehört. Ja. Kann ich von dir nicht gerade sagen. Wir können ihn auf keinen Fall mitnehmen. Er ist eine Bedrohung. Mhm. Ich will ihm einen Job geben. Gott, lehre mich Geduld. Endlich mal was, das nicht nach Langeweile steht. Mit ein bisschen Popcorn könnte ich den ganzen Tag zugucken. Na, was zum Teufel willst du von mir? Was du von mir willst? Tja, Rachel hat zur Abwechslung recht. Wir können nicht hier bleiben. Komm mit uns. Ich erzähl dir alles, was du wissen musst, unterwegs. Wer muss sich entschieden widersprechen? Na klar. Leider hast du hier nichts zu melden. Tja, es reicht. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber wenn du nicht mitgehst, rede ich nie wieder mit dir.
Also okay. Gut, ich komme mit. Ich komme mit. Beweg dich, wir sind spät dran. Hast du schon mal etwas erlebt, das die Bedeutung deiner Existenz und dein ganzes Leben verändert hat? Jo. Kann man so sagen. Ja. Wirst du genau verstehen, was ich zu tun versuche? Vor 12 Jahren wurde ich für bewaffneten Überfall ins Gefängnis geschickt. Und andere Sünden. Ich habe viele Menschen kaltblütig ermordet. Ja, schön, hast du das gemacht, ganz toll. Aber hinter Gittern hat man viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. Irgendwann beschloss ich, all meine Fehler zu korrigieren. Oh, bitte. Ein Märchen von Reue, Erlösung und Wiedergeburt? Das gab's schon 1000 Mal im Fernsehen. Dabei schlafe ich immer ein. Ja. Das ist aber kein Fernsehen. Es wird etwas ganz anderes. Sag schon, was willst du von mir? Was wird das hier? Bleib heute bei mir. Und ich bezahle dir, was immer man dir für meinen Tod versprochen hat. Mhm. Ich glaube, ich höre nicht recht. Mit welchem Geld denn? Nicht mit meinem. Mit dem des Studios. Die werden zahlen. Zahlen. Ja. Wirklich nur heute? Ja, komm. Wirklich nur heute. Wenn mir irgendwas stinkt, bin ich raus. Niemand wird dich aufhalten. Na, super. Das wird ein Spaß. Bei Gloria El Amar. Mhm. Moment noch, ich muss mich vorbereiten. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Was das jetzt wieder mal gibt. Wir werden wieder mal schön durch die Stadt düsen. Und das ist ein Bullenwagen. Mit Bullenreifen. Bullenmotor, Bullengetriebe. Ja. Ehrlich, so muss das sein. Haben wir nur nichts von. Ach. So. Bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Na, sind wir jetzt mal bald da? Am Arsch der Welt müssen wir hin. Zum Arsch der Welt. Und dann noch rechts abbiegen. Na? Karren hier in der Stadt sehen auch alles scheiße aus. Gibt's nicht was Schönes? No? So was Klassisches. So ein Kriegsschiff oder so. So ein Kampfpanzer. Ja, hier in der Stadt. So. Das brauchen wir. Ja. Vasquez, behalt sie im Auge. Ich bleib im Auto. Fass dich kurz. Unser Zeitplan ist knapp. Zeitplan ist knapp? Okay. Mhm. So. Dann steigen wir mal aus. Mhm. Okay, there is light that never goes out. Okay. Rancho Coronado. Dann sind wir mal gespannt, was uns hier wieder erwartet. NCP. D. Zuleika. Du bist spät dran. Ich hab unterwegs jemanden aufgelesen. Ja. Jemand vom Studio? Erinnerst du dich an deinen letzten Brief an mich? Er ist genauso, wie du beschrieben hast. Aha. Wie? Das ist so lecker. Okay. Ich wüsste gerne, was hier los ist. Ich wüsste gern, was hier vorgeht. Klärt mich jemand auf? Hast du ihm nichts erzählt? Wir sind uns gerade erst begegnet. Keine Zeit. Oh, wei, wei. Du bist wirklich verrückt. Ja, ist er. Mama ist noch nicht wieder da. Wir können drin auf sie warten. Mhm. Kommt rein. Beeilt euch. Ich warte draußen. Na, dann gehen wir mal rein. Johnny. Was sagst du? Total bescheuert? Ja, kann ich auch sagen. Bitte, setzt euch. Hallo. Wenn es sein muss. Kann ich euch was anbieten? Einen Drink? Irgendwas Starkes, bitte. Starkes da? Ja. Unter diesem Dach servieren wir keinen Alkohol.
Oh Mann. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt hier gelandet? Soleika ist die Schwester des Mannes, den ich umgebracht habe. Sie hat mir Briefe geschrieben, als ich hinter Gittern war. So haben wir beide zueinander gefunden. Durch Vergebung. Aha. Du meinst, du hast dem Mörder deines Bruders vergeben? Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Ja. Vergebt, so wird euch vergeben. Ob sie nun Leute, da kommen wir schon die Kotze findet, hoch, aber okay. Gottes Liebe kennt keine Grenzen und unsere sollte ebenso sein. Vergiss es, das nehme ich dir nicht ab. Du glaubst an einen gnadenvollen Gott, obwohl der den Mord an deinem Bruder zugelassen hat. Ja. Ich habe Ruben betrauert. Du ahnst nicht, wie sehr. Ich wollte ihn zurück. Doch dann zeigte Gott mir den Weg. Und ich fand Frieden. Gott weiß, ich bereue, Ruben getötet zu haben. Echt? Aber ohne ihn... Das glaube ich dir nicht. ...hätte ich nie zu Gott gefunden. Also, alles wir Gottes Vorsehung. Genau. Noch gar nicht. Glaubst du an Gott, wie? Nö. Nein, tue ich nicht. Soleika und ich waren uns über etwas uneinig. Vielleicht kannst du uns ja Klarheit bringen. Oh nein! Das sollten wir wirklich nicht hier besprechen. Ich bin ganz sag mal. Joshua, er hält sich für den Messias und will sein Leben beenden. Das stimmt so nicht. Ich habe mich nie als Messias bezeichnet. Messias? Ach du Scheiße, jetzt geht's aber richtig los. Gott würde sowas von dir verlangen? Es ist aber kein Selbstmord. Worum geht es hier eigentlich, Josh? Als die Medien erfuhren, dass ich im Gefängnis zu Gott gefunden habe, war mein Gesicht danach auf allen Titelseiten. Na, klasse. Ein Brandon-Studio erfuhr auch davon. Sie schickten Leute, um mir ein Angebot zu machen. Blutsauger. Mir stand der elektrische Stuhl bevor. Aber jetzt wird mein Tod mehr als ein vom Staat befohlener Mord sein. Die wollen einen Braindance von seiner Kreuzigung drehen. Eine Hinrichtung. Nur verpackt in heilige Roben. Ach du Scheiße. Das ist doch völlig durchgeknallt. Es ist durchgeknallt, nichts weiter. Es ist viel schlimmer als das. Blasphemie. Soleika hat mich zu einem Kind Gottes geformt. Es wird Zeit, dass ich ihr dafür danke. Ich möchte allen kundgeben, dass die Liebe existiert. Und zwar so, dass all die Verlorenen dieser Welt es verstehen. Wieso Liebe? Wenn bedingungslose Liebe existiert, dann gibt es auch einen Gott. Die Welt muss nur an seine Existenz erinnert werden. Denk an die Millionen, die wie Vieh an ihren Feeds hängen. Die Kinder, die inmitten von Gangs aufwachsen. Wissen sie, was Liebe ist? Denk an die Joy-Toys in der Jig-Jig-Street. Zugekokste Konzernratten in ihren Büros. Mörder auf den Straßen. Ich will und werde sie erreichen. Interessant. Denk an bezahlte Kinder. Glaubst du auch selber? Wie? Kennst du die Liebe? Weißt du, was sie ist? Was willst du von mir? Ein paar aufs Fressbrett? Gibt's heute kostenlos. Joshua Stevenson. Wie unerfreulich. Und wer sind Sie? Ich bin Wie. Ich bin Wie. Geht. Ihr seid hier nicht willkommen. Mrs. Elamar. Ich bin hier, um Sie um Vergebung zu bitten. No. Du hast meinen Sohn ermordet. Das ist etwas, das ich nie vergeben kann. Ich bereue den Schmerz, den ich verursacht habe, zutiefst. Raus aus meinem Haus, sofort! Geht einfach! Raus, alles zusammen! Mir reicht's jetzt, Josh. Warte. Nein, das war's für mich. Du hast mein Kind getötet. Nee. Meinen Shit! Es ist Elamar! Bitte! Geht einfach! So. Das reicht mir einfach ganz gewaltig.